So, hallo und herzlich willkommen in meiner weiteren WWE 2K14 Challenge. Ja, aktuell steht es 8 zu 10 für euch, meine Damen und Herren. Hier bei den WWE 2K14 Challenges könnt ihr Herausforderungen an mich stellen in den Kommentaren und auf WrestlingGames.de. Die kreativsten Challenges werden angenommen und wenn ich diese meistere, dann bekomme ich einen Punkt. Und wenn ich diese nicht meistere, bekommt ihr einen Punkt. Aktuell ist es ja so, dass ich es 10 Mal nicht geschafft habe und 8 Mal. Aber ich glaube, heute ist die Chance relativ groß, dass ich mal wieder einen Punkt bekomme. Der nächste Challenge kommt von guten Tristan Maximilian Müller und er sagt, Superstar Tony Cesaro Match at Extreme Rules gegen The Great Khali und Bedingungen gewinnen nach einem Cesaro Swing auf Legendary. Machen wir das Ganze doch mal. Extreme Rules habe ich eingestellt, nichts verändert, Schwierigkeit auf Legend. Und ich denke, das ist machbar. Ja, nichts davon erzählt, ob ich Finisher verwenden darf oder nicht. Deswegen werde ich einfach Finisher verwenden und dann den Cesaro Swing ansetzen, um mir so ein paar Punkte zu farmen. Also, man weiß es nicht. Auf jeden Fall eure Challenges bitte an mich in die Comments oder auf WrestlingGames.de und nicht vergessen, dass euch auch diese Episode präsentiert wird, wie immer von WrestlingGames.de, der Seite für Wrestling und MMA Games. Mann, oh Mann. Das geht aber gut los hier, der Licht. Richtig gut los hier, der gute Great Khali. Und heute ist, muss ich kurz überlegen, Mittwoch. Heute ist Mittwoch bei euch. Ja, ich habe eben gerade die Ausgabe für Dings aufgenommen, für Montag, genau. Montag ist für mich morgen. Wir nehmen immer noch am Sonntag vor WrestleMania auf. So, hör auf hier. Wollen wir doch hier nicht riskieren. So, das Cesaro Swing können wir gleich schon mal ansetzen. Schwierigkeit ist natürlich erstmal, einen Bodengrapple durchzubekommen. Probieren wir es gleich mal. Weil die werden ja gut und gerne gecountert. Aber dazu muss der gute Great Khali erstmal liegen bleiben, ne? Wo war das? Bei Survivor Series war es doch, ne? Wo ist Cesaro an Great Khali diesen Cesaro Swing ausgeführt hat. War doch in irgendeinem Multiman-Match, ne? Lieg ich da richtig? Oder in der Pre-Show oder irgendwie sowas? Ne, Quatsch. Also die Halle ist total ausgeflippt, ich erinnere mich. So. Oder? Schreibt mal in die Kommentare. Das ist keine, war ja nicht so lange her, weil letztes Jahr am Ende. Im November. Da riecht aber wirklich gut los, der Great Khali. Der ist nicht so leicht wie gedacht. Obwohl er auch nicht so gut gerankt ist. Hier im Spiel, muss man eindeutig so sagen. So. Dann einmal die Punches, die Punch-Serie, der Uppercut, wie man das vom Gunst Cesaro gewohnt ist. Und jetzt wird ein Move gecountert. Klar! So agil würde ich den guten Great Khali gerne mal sehen. Aber nein! Aber nein! Suplesse. Eine vertikale Suplesse. Okay. Ha! Hast gedacht, wa? Weapon! Verarscht. Simone Drop. Gut, dann also. Einmal. Signature Move zeigen. Signature Move zeigen. Und das wäre in diesem Fall der Gut Wrench Suplex. Dann einmal den Neutralizer, der gekontert wird. War doch sonst. Was sind die Finisher von Great Khali? Khali Bomb. Khali Bomb. Toll. I am the best around. So, take this. Einmal bitte ein bisschen drehen, Komm schon. So, jetzt will ich ihn schwingen. Ah, ne. Muss ein bisschen mehr an der Beine gehen. Nein. Alter. Du musst richtig liegen. Der läuft so langsam. Man kann gar nicht einkalkulieren, wenn man kontern muss. Der Great Khali, ey. Er kommt angeflogen! Also Extreme Rules, ich erinnere mich. Hatte ich denn als Running Move? Vielleicht über die Suplex, warst du? Warte mal. Ich will das mal prüfen. Das muss ich einmal prüfen. Kann ich ihn mit dem Cesaro Swing auf den Tisch schmeißen? Das wäre eventuell interessant zu wissen. Grappling, danke. Cesaro Swing. Boah, schön gekontert auch noch. Wäre sonst der Michinoku Driver 2 gewesen. Raus. Nächster German. Okay. Das ist
Ist nicht pinnen. Folds come anywhere, ne? Nee. Ich könnte eigentlich schon mal probieren, ihn zu pinnen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Nein! So. Ja, dann torne ich halt weiter. Auch kein Problem. Kein Problem, Boys. Fuck, ist ja ein Hammer. Und ich taunte noch. Natürlich. Classic Franz. Oh, komm schon. Einmal mal drin damit. Und jetzt ist es an der Zeit, den Cesaro Swing auszuführen. Den Cesaro Swing auszuführen. So. Whoopin. Angearscht. Das sind wir. Er hat einen Signature Move. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Match verlieren werden und ich auch diese verhältnismäßig einfache Challenge verliere. Goll. Goll. Ja, klar. Komm rauf hier. Komm rauf hier. So. Take this through the effing table. Wie sieht's denn mit dem Schaden aus? Hm, der ist noch gar nicht so gut. Denn... Ja, machen wir Wake-Up-Taunt. Boah! Die Hand. Die Riesenhand von Great Khali. 3, 2, 1. Fuck, Kali-Bomb. Kali-Bomb! Kali-Bomb. Aber er ist nicht false gone anywhere. Kommt davon. Nein. 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 So, jetzt. Hör mal auf hier. Boom! Ach, Mann. Okay. Ey, das dauert doch länger als gedacht, ne? Man glaubt es nicht! Boah, der Great Khali, der macht mich wirklich fertig. Ich glaube, das habe ich schon mal im Universe-Mode bemerkt, dass der gar nicht so einfach zu besiegen ist. Ich bin mir nicht mehr sicher. Stößt du auf, bitte? Double C. Drück du auf. Danke! Dass du uns hier das Ding hier vorbeibringst. Zack! Zack! Get Wrench Suplex! Komm! Was hat der? Ich glaube nicht! Was hat der auch schon wieder Signature Move? Oh, der Kali Chop! Zum Sieg eventuell gleich? Denn halt nicht. Er whippt uns nur rein. Nur. Zum Glück nicht direkt. Aus. Hahaha. Okay, Neutralizer und dann muss ich den Cesaro Swing irgendwie ansetzen. Dazu muss ich ihn erstmal ein bisschen besser positionieren. Dann zu den Beine gehen. Achso, Entschuldigung. Muss ich noch umdrehen. Boah! Das Ding würde ich nicht gerne abkriegen. Das sage ich euch. Nein! Fuck! Ey, habe ich doch schon wieder verloren. Ich glaube nicht! Ich verliere so ein Scheiß-Match, so eine Kack-Challenge. Nein! Fuck, fuck, fuck. Alter! Die Challenge hätte ja wohl locker flockig gewinnen müssen. Dann besiegt der verfickte Great Khali mich. Oh Mann, ich muss mir WWE 2K Fortnite spielen. Ich glaube nicht. Es steht 8-11 für euch und langsam wird's lächerlich. Und ich habe gedacht, das könnte heute mal Tag werden, wo ich wieder einen Punkt einsammle. Na, ja, das will man machen, ne? Eure Challenges an mich bitte in die Kommentare. Wir sehen uns übermorgen wieder bei einer weiteren Challenge. Morgen ist Story wieder ist angesagt. Morgen ist wieder Story angesagt. So, Daumen hoch wäre cool, auch wenn ich wieder verloren habe. Aber ihr habt einen Punkt bekommen. Bedankt euch bei Tristan Maximilian Müller, dass ihr wieder einen Punkt bekommen habt. Bis dahin, euer Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal. Rein und tschüss. Daumen hoch wäre cool, wie gesagt.